Servus Leute, da sind wir wieder zurück beim vielleicht finalen Part von Final Fight 2. Achtung, Minen! Finalen Part vor allem. Komm her! Komm, lock die Typen in die Minen rein! Ja, ja, kommt mal her, ihr Affen! Scheiße, das trifft mich auch. Oh, ist der Typ dumm, der ist gerade voll in die Mine reingelaufen. Oh, ich hab dich getroffen, tut mir leid. Ah! Ich wollte soeben sagen, ich halte meinen Rücken frei und was passiert dann? Der Typ kommt und packt mich an. Komm her! Jetzt hast du mir aber gut Rückendeckung gegeben, weil ich wollte eigentlich den anderen Typen da verprügeln. Komm her! Wo bist du? Da, so, jetzt habe ich Atlas gegeben. Gucken wir mal, wie lange diese letzte Stage hier noch dauert. Ey! Ey, verschwinde! Na warte, Leon. Oh, du hast Leon gegeben. Es gibt bei F-Zero X eine Figur, die Leon heißt. Die ist meine Lieblingsfigur. Das sieht so aus wie so ein Fuchs. Rein in die Mine! Scheiße, so, war nur knapp. Achtung, pass auf, da liegen überall Minen. Der Regen sieht komisch aus. Ja, irgendwie total billig. Au. Oh, ich bin tot. Da bin ich wieder. Ey! Au. Wenn es irgendwie einen Modus gäbe, wo wir uns nicht treffen würden, dann wär dieses Spiel wahrscheinlich um einiges besser. Und so ist das einfach nur ein härterer Schwierigkeitsgrad. Stell dir mal vor, wir hätten auf hart gestellt. Oh ja, hätten wir auch nicht gekriegt. Ja, irgendwie schon. Nach 30 Videos oder so. Da, ja, in die Mine! Ha, bist du ein Trottel! Und jetzt gehen wir rein in die gute Stube. Raus aus dem Regen. Rein in die Traufe. Seltsame Musik. Ja, es geht. Aber kann mit Referenz Super Nintendo Spielen nicht mithalten. Wie gesagt, es gibt bei weitem bessere Musik. Nein, ja. Ich sage nur Donkey Kong Country oder Killer Instinct. Ja, Donkey Kong, Zelda, Legend of Zelda, X-Lay, Super R-Type. Ja gut, die absoluten Klassiker wie Donkey Kong und Zelda, da ist normal, dass es gute Musik hat. Ah, komm her! Rein in meine Eisenfaust! Halt um, Phantom 2040! Au, das kennen aber nicht so viele Leute. Ja, weil sie... Tja, da haben sie aber was Gutes verpasst. Wir... Scheiße! Nein, warum gebe ich dir? Ich will den da, den Fetten! Und Andorre, verzieht euch! Na gut, viele Leute kennen auch Killer Instinct nicht, da haben sie auch... Oh, du bist fast wieder tot. Na, der Fette kommt! Ey, weg da. Du auch, dann wieder du. Ich hab den Fetten schon gegeben. Oh. So, jetzt läufst du rein in meine Schmetterfaust. Ha, das war gut. Ich schlage ihn in den Nacken und du in die Fresse. Nein! Na warte. Ich glaube, ich sollte öfter das machen. Weg da! Du Fettsack! Da hast du ihn da oben aber ganz schön verprügelt. Achtung, da oben! Ich knöpfe die unteren vor. Oh! Ich mach mein Blatt. Na warte. Achtung, der Fette! Ich halte ihn hin. Ich halte ihn zurück. Komm her, fetter Sack! So, Fettsack ist tot. Ich bin auch gleich wieder tot, scheiße. Wir bräuchten mal wieder so ein richtig saftiges Steak, das wäre jetzt echt ein Hit. Ey, verschwinde von mir, Mark. Mark Henry kommt von hinten. Also bis jetzt ist es ein stumpfes Geschlag. Rüttel ohne Sinn. Ja gut, aber nur weil wir die Geschichte übersprungen haben, deswegen. Denn hinter diesem Spiel gibt es ja auch eine Geschichte, aber
Wir spielen das mehr als reines Kloppspiel und nicht, weil wir Story haben wollen. Weg da! Achtung von hinten! Oh, jetzt scheint es zu funktionieren, unsere Partnerarbeit. Jetzt, im letzten Level natürlich. Komm her! Ihr könnt gleich wieder alle gehen. Moment, ich muss aufpassen, der Fetzer kommt. So. Moment, kann es sein, dass ich Leben bekommen habe? Aber durch was? Alter, ich mache hier alle platt. Oh, ich habe was eingesammelt, cool. Weg da! Ja, jetzt räumt Scarecrow auf in der letzten Stage. Ja, da sage ich einmal schon, liegst du am Boden. Das passiert. Du enttäuscht mich, Scarecrow. Wo ist dein Skill? Mein Au. Skill ist hier. Oh, ich habe wieder was angesammelt, cool. Dein Skill ist hier, also bin ich dein Skill. Vor allem, das fällt mir jetzt auf, Maki trägt Arm- und Beinschienen. Aber ist ja auch logisch, sie ist ja nur eine zierliche Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Komm her, du feige Sau. Wenn die in Ecke trank, das sind die einfach. Da brauchst du bloß noch hier. Guck dir an, was der da oben gemacht hat. Nee, nicht alle kann man so buttonmashen. Zum Beispiel den Fetzer kann man nicht und Andore kann man auch nicht, weil die rempeln dann einen nur über den Haufen. So. Da wir gerade von Andore sprechen. Wow. Ich gehe lieber ein bisschen weiter weg, sonst kommt er wieder angestürmt. Da kommt noch einer. Die Rothaut. Wow, ich gehe lieber weg, sonst gibst du mir noch. Lass mich die machen. Ja, dann mach mal. Wenn du zu Fall gehst, dann stehe ich bereit und trete dir über den Haufen. Wow. Mit einem Tritt einfach beide weg. Carlos muss ja Schmalz in den Beinen haben. Ey, langsam müssen die immer mal tot. Und ich deine Cheerleaderin. Los, Carlos, los! So, die sind beide tot. Wow, und da kommen sie zu dritt an. Eigentlich voll unfair. Zwei Leute gegen so eine Riesenarmee. Hey! Weg da mit euch! Jetzt gibt's ordentlich Drescher hier. Wow, gut, dass ich ausgewichen bin instinktiv. Lass meinen Kumpel in Ruhe! Ja, ich... Wow! Ich wollte gerade sagen, ich bin mal wieder auf den billigen Plätzen und dann habe ich schon einen Arschtritt bekommen. Na warte, du! Sorry. Nein, er kommt angeflogen. Dass man da auch nicht ausweichen kann. Oder nur schlecht. Ja, gar nicht. Man kann nur gehen. Nur gehen und ja, das sind das. Ja, man könnte nach oben gehen und ausweichen, aber... Und wie gesagt, für so ein klassisches Spielhallen-Zockerei ist das eigentlich schon ganz gut. Weil das war ja damals in der Spielhalle richtig in und top modern. Vor allem in Japan gibt es sowas immer noch. Oh, hoffentlich ist da Brot oder irgend sowas drin. Durchsuchen wir mal die Fässer. Ja, da Wurstbeef für dich. Yum yum, lecker. Braten für Carlos. Oh, sie treten mich. Nicht zu mir. Na, wartet. Au. Hilfe! Au, du hast mich schon wieder geschnitten. Ich glaube, du triffst mich öfter als die Gegner. Nein. Ah, er beißt mich. Ich weiß nicht, beißt er überhaupt oder umarmt er mich? Er bricht mir die Hüfte. Au. Ich bin dumm, ich bin voll in dein Schwert reingelaufen. Verschwinde. Ja, geh. Oh, sorry. Geh rüber zu Karl, das wollte ich sagen. Klingt so, als ob der Scarecrow wütend wird. Nein, ich habe schon deine Hand gesehen und dann packt er mich trotzdem an. Toll. Letztes Leben.
Aber allzu lange kann diese Stage wahrscheinlich nicht mehr dauern. So, jetzt verzieht euch! Du hast auch nicht mehr so viele Leben. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir... Ey! Warte, bleib zurück! Überlass es mir! Ich sehe deine Hand. So, Johnny. Was ist los, Johnny Boy? Hast du Angst vor einem Boxkampf? So. Vielleicht haben wir Glück und wir finden jetzt noch einen Braten. Ja, Johnny ist gleich tot. Ja, jetzt. Achtung! Zu spät, die Warnung. Dein letztes Leben. Ich weiß gar nicht, wie viel Continues wir überhaupt noch haben. Aber ich nehme mal an, weil das die letzte Stage ist, dass wir kein Continue mehr haben. Das heißt, der nächste, der von uns drauf geht, ist weg vom Fenster. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier richtig gut unterstützen. Du kümmerst dich um die rechten Richtung, ich um die linken. Kommt her, zwei. Hey! Du fetter Sack! Au! Nee, du nicht! Nein! Warum schmeiße ich immer in die falsche Richtung? Oh nein! Halt! Mega leck! Was machst du? Wow! Warte. Ach, das war auch wert. Wow! Hab ich noch nie gehabt! Aber geil, das muss auch mal sein! Und ich habe gesehen, du hast noch ein Continue, das heißt, du lebst jetzt noch. Wenn ich jetzt drauf gehe, nicht mehr. Das heißt, du musst mich jetzt beschützen. Jetzt lasse ich alles dich machen. Ah, der Fette. Zwei Fette. Wenigstens den Bosskampf will ich noch sehen. Wenn da irgendwo ein Braten kommt, dann musst du... Wow, mir überlassen! Verzieht euch! Achtung, da kommt einer mit zwei Messer. Obwohl, du hast ein Schwert, da taucht der mit zwei Messer auf. Was will denn der? Wow! Ey, ihr Arschlöcher! So, ich hab dir ein bisschen den Rücken freigehalten. Wow, wie Carlos sein Schwert schwingt. Das sieht so sexy aus. Einer lebt noch, glaube ich. Ja, der da. Au. Ich glaube, ich verziehe mich hier runter in die Ecke. Ja. So, jetzt wirst du in die Mangel. Jetzt wirst du durch die Mangel gedreht. Lalalala. Ich versuche dich anzufeuern. Der Typ ist gleich tot. Und der Fettsack hält auch noch zwei Tritte aus. Wow, mit dem Knie voll in den Magen. Er kommt! Wow, gut, du hast mich gerettet, sonst hätte er mich erwischt. So. Kommen noch mehr komischer Gestalten. So, jetzt habe ich sie in der Ecke, jetzt können sie nicht mehr fliehen. Jetzt seid ihr zwei fällig. Eine arme, wehrlose Frau einfach so anzugreifen. So, denen habe ich gegeben. Du bist auch gleich tot, aber du hast noch mehrere Leben. Ich hingegen habe leider kein Leben mehr. Sonst würde ich dir auch helfen. Wenn ich irgendwo einen Braten finden würde, das wäre auch ziemlich krass, dann könnte ich dich besser unterstützen. Wow, da kommen wieder die Flammenwerfer-Typis. Hat er dich getötet? Ja, hat er. Mann, sind die dumm. Die verbrennen sich gegenseitig.
Du musst einfach nur ausweichen bei den Typen. Warte, vielleicht ist da... Nein, nur ein Radio, nimm's dir. Ah, verschwinde! Ist da kein Braten? Nein, nirgendwo. Ich kann dir nicht mal helfen. Ja, komm nicht zu nahe, sonst tötest du mich. Ah! Du blöde Sau! Verschwindet! Ja, so, mach du wieder. So. Ich versuch dir... Ey, du Arschloch! So. So, mach du wieder. Du hast noch mehr als genug Versuche. Na! Na warte, du Saftsack! Und der Typ einfach getötet wurde. Klingt nicht gerade begeisternd. Ich kann es einfach mal zurückgehen, dann hinschlagen, zurück, ja. Hinschlagen. Wie heißt das? Ja, aber? Ich sitze in der Falle. Au. Aber irgendwie muss man hier ja eine Technik entwickeln, sonst geht man nur drauf. So, ja, Moment, nicht der Fettsack, sonst rennt der mich über den Haufen, genauso wie jetzt. Oh. Ich hau wieder ab. Oh nein, noch so ein Elektrofutzel. Verschwinde. Scheiße, dass ich nur mehr so wenig Lebensenergie habe, sonst würde ich dich viel besser unterstützen. Arschloch. So. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. So, ich mache den Fettsack hier auf meiner Seite platt. Nein! Nein, er hat mich getötet! Game over. Nein, du musst Continue drücken. Nee, habe ich nicht mehr. Die Continues hast du alle verbraucht. Na gut, dann werde ich mal sagen, sobald du auch Game over bist. Na, noch nicht. Also, jetzt kommt es auf dich an, ob ich diese Parts Let's Play oder Let's Fail Together nennen soll. Denn wenn du den Boss schaffst, nenne ich sie Let's Play. Wenn du ihn nicht schaffst, nenne ich sie Let's Fail. Ja, jetzt kommt der Braten. Ja, klar doch. Aber das werde ich nicht zu oft einsetzen, dieses Schwert. Das zieht dir Lebensenergie ab. Oh, die Double Andore. Obwohl, ich würde mich fragen, wie viele Continues haben wir jetzt verbraucht? Ich habe, glaube ich, 2 verbraucht und den Rest du. Muss ich mal gucken, wie viel wir hatten. Und diese Stage sollte jetzt auch nicht mehr lange dauern. Die Typen gehen mir auf den Sack. Ja, ich weiß, das sind ziemlich nervig, die Viecher. Oh, gleich bist du tot. Boah, die halten viel zu viel aus. Ja, ist ja auch schon die letzte Stage. Wahrscheinlich noch kurz vorm Endgegner. Da müssen die Typen was aushalten. Ja, gleich sind sie tot. Der eine braucht noch einen Tritt, der da braucht noch, ich glaube, 3 oder 4. Wie der Typ sich schützt, die feige Sau. Gut, der Rote ist auch gleich tot. Gut. Gute Arbeit. Jetzt machst du mal die Tür kaputt, nicht mehr ich.
Oh, der Boss. Okay. Der letzte Boss. Danke, dass du jetzt nicht bei mir bist. Was ist das? Ach du Scheiße. Da ist er. Mach ihn kalt. Du hast noch diesen einen Versuch und dann noch dein Reserve-Null. Da kam er. Wow. Ist der Typ ein Tänzer oder was? Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Töte ihn. Ja, jetzt triffst du. Wenn er aufs Maul fällt, dann triffst du ihn. Jetzt der finale Bosskampf. Retu versus Carlos. Wow. Ja, passiert. In die Fresse. Okay, 1 zu 1. Jetzt nochmal voll der spannende Endbosskampf hier. Wow, der Typ ist übel. Ich würde das Schwert hier lieber nicht machen, denn wie gesagt, das zieht der Lebensenergie ab. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch schon auf die Trophäe treten. Geh weg. Weg, Fettsack. Der hält aber ganz schön gut aus. Ja, ein Tritt um der Hälfte ist wieder oh, weg. Oh, mit den Holzsandalen. Oh, noch ein Leben habe ich. Nee, doch nicht. Nee, das war's. Oh, Game Over. Endlich so Müll beendet hier. Ja, ist doch so. Naja. Dann heißt es eben Let's Fail Together. Aber ich will trotzdem mal gucken, wie viele Continues wir überhaupt hatten. Und falls die Leute fragen, ja, vielleicht werde ich das Spiel irgendwann mal mit jemand anderem nochmal spielen. Also der Scarecrow hat hier nicht so wirklich Lust darauf. Extra Joy. Da steht kein Continue-Anzahl. Das waren 10 oder so waren das, glaube ich. 10 Continues? Mhm. Na gut, dann lassen wir es vorerst. Das war erstmal ein Let's Fail Together von Final Fight 2. Ich bin Tonka Wolf. Und der Scarecrow. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder mit diesem Spiel, mit einem anderen Partner oder so. Keine Ahnung. Wer weiß. Müsst ihr euch eben melden. Bei, ja. Mit mir jedenfalls. Also ich finde es nicht so mein Ding hier. Naja. Ja, Schrottgame. Es kann einem nicht jedem alles gefallen. Okay, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Okay.